So, hier haben wir das Insta-Profil von Vera Dijkmans. Das ist offenbar eine holländische Influencerin und Supermodel, wie es ausschaut. Ich habe nicht extrem viele Recherchen angestellt. Mir geht es auch ein bisschen um was anderes hier. Schauen wir uns das Ganze erstmal an. Ja, hier gibt es also ein paar Beiträge, nur 29, und sie hat über 5 Millionen Follower. Ja, und auf den Bildern, da stellt sie sich quasi zur Schau und zeigt so, was sie zu bieten hat. Und nein, ich weiß auch nicht, ob hier Implantate verwendet wurden oder nicht. Darum geht es jetzt aber auch nicht, sondern vielmehr um die Interaktionen der User hier. Du siehst also, die Bilder rufen haufenweise lustige Herzchen und Kommentare hervor, die eigentlich an Peinlichkeit kaum noch zu überbieten sind. Wenn man sich hier mal so ein bisschen durchklickt, da muss man sagen, ja, man stellt sich fast schon auf die Seite der Frauen heutzutage, die immer mehr mit peinlichen und extrem bedürftigen Männern konfrontiert werden. Das ist eigentlich genau die Gruppe von Männern, die es zu überwinden gilt und mit denen du als Top-Mann auch gar nichts zu tun haben willst, weder in deinem beruflichen noch in deinem sozialen Umkreis. Und Frauen, denen geht das natürlich auch nicht anders. Solche Männer, die kommen für eine ernste Beziehung mit diesen Frauen natürlich nicht in Frage. Diese Männer werden 0,0 Anziehung auf sie auslösen. Schon gar nicht mit solchen Kommentaren hier. Also, das ist so lächerlich, das Ganze. Ich lese hier am besten gar nichts vor. Das sieht im Prinzip jeder. Na, Qualitätsmänner, die gehen das Ganze natürlich anders an. Ich gehe in meinem Premium-Bereich da intensiver drauf ein, wie du authentische Anziehung auslösen kannst und dabei hochwertige Frauen anziehst, die es auf deine archetypischen Eigenschaften als traditioneller Mann abgesehen haben. Und das tun ja bekanntlich so gut wie alle Frauen. Der Sofortzugang zum inneren Kreis, der ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Wäre schön, wenn du noch hinzustoßen willst. Ja, uns geht es jetzt hier nicht nur um die ganzen Kommentare hier, denn ja, es spricht natürlich nichts dagegen, sich im Internet hier und da mal eine schöne Frau anzugucken. Aber sich dann hier in dieser Form anzubiedern und haufenweise Herzchen zu schicken und im schlimmsten Fall wahrscheinlich noch eine Reaktion von dieser Lady zu erwarten, das sollte unter der Würde eines jeden Mannes sein. Ja, und das ist auch nicht der Hauptpunkt hier, denn unsere Vera, die hat sich entschlossen, über ihre sozialen Medien einen Partner zu finden. Dafür hat sie eine sogenannte Boyfriend-Bewerbung erstellt, die die User dann ausfüllen sollten und die sie dann durchgeht, um sich zu entscheiden, ob da einer in Frage für sie kommt. Gucken wir uns das Ganze mal an, das ist wieder aus dem Englischen übersetzt. Und hier steht schon, eine Influencerin wies 5000 Männer ab, die sich offenbar beworben hatten, nachdem sie ein Quiz mit 15 Fragen beantworten ließ. Die Fragen, auf die gehen wir gleich unten ein. Sie erhielt 5000 Bewerbungen von Single-Männern, die an einer Romanze interessiert waren. Sie ist jedoch immer noch Single. Na, wer hätte das gedacht? Ich würde sagen, ich habe rund 5000 Bewerbungen erhalten, aber nachdem ich die meisten davon durchgesehen hatte, fand ich nur 3 Männer, die ich für geeignet hielt. Das Model verriet, dass sie mit jedem der 3 glücklichen Bewerber ein Date hatte, aber zu keinem von ihnen eine Bindung aufbauen konnte. Auch das ist kein bisschen überraschend. Ich hatte ein Date mit ihnen, aber derzeit bin ich immer noch Single. Trotz dieses enttäuschenden Ergebnisses betrachte ich das Ergebnis dennoch als Erfolg, da ich offen sagen konnte, was ich will und sehen konnte, welche Männer diese Kriterien erfüllen. Naja, genau das hast du wahrscheinlich nicht gesehen. Sie erklärte, dass sie auch eine Menge seltsamer Bewerbungen erhielt. Und hier, was haben wir hier? Ein Mann bot mir an, eine Blutprobe zu schicken und bat im Gegenzug um meine, was ich ignorierte. Nur so absurd ist diese Idee eigentlich gar nicht, die könnte fast von mir sein. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass über diese sozialen Plattformen natürlich haufenweise minderwertige Männer Kontakt aufgenommen hatten. Und eine solche Frau, die muss das natürlich ablehnen, denn wie das alle Frauen tun, sie hat hinauf zu daten und nicht hinab. Gehen wir mal kurz die Fragen durch, die sie hier auf dem Fragebogen platziert hat. Du siehst, hier ist die englische Version, die Originalversion. Hier geht's also gleich los. Was ist dein Sternzeichen? Oh, ganz legitime Frage für eine Frau, nichts Verwerfliches dran. Anzahl der Ex-Freundinnen, Anzahl der verrückten Freundinnen und Ex-Freundinnen, mit denen du noch SMS-Kontakt hast oder telefonierst. Ja, auch das könnte eine relevante Frage sein. Hast du Kinder bzw. willst du Kinder? Logisch, jede Frau will das wissen. Ist also gar nicht mal so absurd, die Fragen, die sich erstellt. Auch wenn das Format natürlich ein bisschen abstrus ist und jeder davon ausgehen konnte, dass daraus nichts werden kann. Bist du verheiratet oder gehst du derzeit mit jemandem aus? Gehst du einer Vollzeitbeschäftigung nach? Natürlich, eine Frau will sowas wissen.
ob du in ökonomischen bzw. sozioökonomisch gesicherten Verhältnissen bist. Wenn du drei Adjektive wählen müsstest, um dich selbst zu beschreiben, wäre eines davon Dummkopf. Verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Lebst du bei deinen Eltern? Nur auch das will natürlich eine Frau wissen, dass du nicht noch bei deinen Eltern im Keller vor dich hin vegetierst, sondern auf eigenen Beinen stehst. Besitzt du ein funktionierendes Auto? Jede Frau will das wissen. Bist du auf Twitter? Hast du derzeit einen Booty Call? Das ist eine F-Beziehung sozusagen. Bekomme ich einen begehbaren Kleiderschrank, wenn wir zusammenleben würden? Okay. Ich denke, du bist Supermodel. Wieso bin ich dann verantwortlich für deinen Kleiderschrank oder wie groß der ist? Ist mir doch eigentlich egal. Solange ich meine riesengroße Garage bekomme und noch einen ordentlichen Billardkeller oder sowas in der Richtung. Ist es in Ordnung, meine Freunde anzumachen? Also meine weiblichen Freunde, meint sie dann? Ja, auch diese Frage ist relativ legitim, wobei sich das natürlich dann alles in der Praxis herausstellen wird, was die Frau unter Anmache versteht und was unter Freundlichkeit. Die Chemie muss einfach stimmen, da macht es wenig Sinn, das über einen solchen Fragebogen herausfinden zu wollen. Siehst du da gerne Avatar an? Oh ja, okay, wenn sie die Vorliebe dafür hat, ich guck das nicht so gerne. Wer ist der beste Künstler? Das sind hier drei oder vier Künstler, ich kenne keinen davon. Hier steht dann noch, ein Bewerber gab an, dass er bei seinen Eltern lebe und kein Auto habe, dafür aber zwei Boote besitze. Oh, wunderbar, warum nicht? Ein anderer Mann erklärte, er würde niemals mit ihren Freundinnen flirten, was eigentlich selbstverständlich sein sollte. Ja, wie gesagt, kommt drauf an, ne? Was ist Flirten? Und ein dritter prahlte damit, eine Vollzeitkarriere zu haben, würde ihr aber keine größere Garderobe schenken. Ich weiß nicht, was da gegen eine Garderobe sprechen sollte. Du willst doch als Mann, dass sich deine Freundin in Topform kleidet und auch nach außen hin präsentiert. Gegen einen Kleiderschrank gibst du also gar nichts einzuwenden. Hier schreibt sie dann noch, im Moment habe ich die Suche nach einem Freund auf Eis gelegt, aber ich halte mir alle Optionen offen. Es gibt also keine weitere Bewerbungsrunde über soziale Medien mehr. Ja, das Ganze war wahrscheinlich ohnehin nur ein Marketing-Gag. Hier schreibt sie, ich bin einfach sehr wählerisch und brauche einen Mann, der nahezu perfekt ist. Ja, wie gesagt, kein Problem, du siehst relativ gut aus und solltest natürlich Ansprüche haben, genauso wie Top-Männer Ansprüche haben, und zwar enorm hohe. Ja, das ganze Konzept der Boyfriend-Bewerbung, das ist schon ein bisschen absurd und makaber. Zumindest, wenn sie wie hier in schriftlicher Form stattfindet. Und oh, man hätte ihr eigentlich gleich sagen können, dass das nichts werden kann. Denn sie glaubt doch nicht im Ernst, dass ein Typ, der sich auf ihren sozialen Medien verirrt und sich an ihren Bildern ergötzt, Beziehungsmaterial ist. Wie gesagt, das sind doch eher schwache, bedürftige und extrem minderwertige Männer, die du auch nicht mal als Mann in deinem sozialen Umkreis haben willst. Und wenn du selbst auf sozialen Medien von weiblichen Influencern herumhängst, na, dann sagt das schon eine Menge über dich aus, wie ich finde. Na, das Ding hier hat sie, wie zu erwarten, schön in den Sand gesetzt. Vielleicht war es, wie angedeutet, auch nur eine Promo, was auch immer. Jedenfalls der normale und vielversprechendste Werdegang einer Beziehung, der wäre doch, dass sie am sozialen Leben teilnimmt und sich irgendwo in die Aristokratie einheiratet. Zu dieser sollte sie ja als Model doch gewissen Zugang haben, und tut sie's nicht, beziehungsweise will von diesen Männern keiner etwas mit ihr zu tun haben, na, dann sollte sie wahrscheinlich ein bisschen an ihrer Einstellung arbeiten. Wir haben's ja schon x-mal gesagt, alle Frauen wollen für die Beziehung traditionelle Männer, alle Männer wollen traditionelle Frauen, nur leider ist es so, dass zu viele Frauen und auch zu viele Männer nicht bereit sind, traditionell aufzutreten. Also archetypisch so, wie es die Natur vorsieht und wie ich es in meinem Buch intensiv beschrieben habe. Eine schriftliche Boyfriend-Bewerbung, die sich auch noch nur an Schwächlinge richtet, die muss einfach schief gehen. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass Frauen selbstverständlich eine Art Checkliste im Kopf haben müssen, genauso wie Männer eine im Kopf haben sollten. Und ja, wenn wir schon bei Liste sind, dann hier vielleicht mal meine Punkte, die ich als Mann für eine solche Liste, also eine Liste, um herauszufinden, ob sie Beziehungsmaterial ist, zusammenstellen würde. Welcher Tätigkeit gehst du nach und würdest du dich als Karrierefrau bezeichnen? Aus welchen Familienverhältnissen kommst du und wie ist dein Verhältnis zu deinem Vater? Das sollte Männern wirklich sehr wichtig sein. Gibt es in deiner Familie chronische Krankheiten und wie alt sind deine Groß- bzw. Urgroßeltern, bzw. wie alt sind die geworden? Auch das ist durchaus relevant.
Wie viele Beziehungen hattest du vor mir und wie hoch ist dein Bodycount? Sollte man als Mann berücksichtigen oder herausfinden? Natürlich nicht, indem man sie fragt, denn sie wird diese Zahl natürlich nach unten korrigieren, aber man findet das schon heraus. Ich habe hier schon das ein oder andere Video zugemacht. Was hältst du von liberalen bzw. woken Ideologien? Wie sehr freust du dich drauf, für mich zu kochen, meine Wäsche zu waschen und das Haus zu putzen? Bist du eine Partyfrau? Hoffentlich ist die Antwort hier nein. Und in welchem Ausmaß nutzt du soziale Medien? Im Idealfall tut sie das nämlich gar nicht. Ja, im Großen und Ganzen wäre das meine Liste, wobei das natürlich ein bisschen mit einem Augenzwinkern zu betrachten ist, denn all das kann man ja peu à peu herausfinden, beziehungsweise das meiste davon kann man sich nach ein paar ihrer Wortmeldungen selbst beantworten. Ja, lass es mich wissen, wenn du was hinzufügen willst, komm auf alle Fälle in meinen Premium-Bereich für ernsthafte und natürliche Beziehungen sowie authentische Anziehung über deine archetypischen Eigenschaften als Mann. Mach gerne den Daumen hoch, wenn du was mitnehmen konntest und abonniere den Kanal, falls du neu hier bist. Danke fürs Zusehen. Ciao, ciao.